Lieber Gott, bitte mach, dass mein 4-jähriger Bruder aufhört, mir mein Spielzeug zu klauen. Sonst explodiere ich. Dein Peter, 6 Jahre alt. Kinder haben keine Scheu davor, Gott direkt anzusprechen, und sie haben viele Fragen, die uns Erwachsene oftmals vor Herausforderungen stellen. Ist Gott ein Superheld? Mama, wo wohnt Gott eigentlich? Hat Gott auch einen Papa? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weltweit am Leben dran. Unser Thema heute, wenn Kinder Gott entdecken. Und Folgendes haben wir für Sie vorbereitet. Rock, Pop, Comedy für die ganze Familie. Daniel Karlauch und Spaßvogel Willibald. Kein Luxus und doch etwas Besonderes. Kinderstunde auf Afrikanisch. Kinder lernen den größten Weltveränderer kennen. Missionsfest in Bad Liebenzell. Zu Gast im Studio der Liebenzeller Kindermissionar Daniel Sober. Kindermissionsfeld, eine spannende Reise durch die abgelegenen Wälder von Papua-Neuguinea. Arbeiten im Slum. Dave und Annette Jasitz wollen Kindern eine neue Hoffnung geben. Der Kinderliedermacher Daniel Karlauch hat es bis heute nicht verlernt, auch mal Kind zu sein. Seit mehr als 20 Jahren erfreut er klein und groß mit seiner Musik. Mit alltagsnahen Geschichten und seiner sympathischen Handpuppe Willibald bringt er Gott mitten in ihr Leben hinein. Auf der Bühne ist er Routinier und berührt mit seinen Liedern viele Kinderherzen. Daniel Karlauch bezeichnet es als seine Berufung, mit Kindern zu arbeiten, für sie Musik zu machen und ihnen auf diese Weise zu dienen. Die Botschaft, die er immer wieder betont, ist, dass Gott sie liebt. Auch seinen eigenen Kindern hat er diese Nachricht unermüdlich wiederholt. Wir haben versucht, den Alltag mit Gott in Verbindung zu bringen. Guck mal, da ist eine Amsel, die hat Gott gemacht. Oder hey, guck mal, wie toll dass die Wolken aussehen. Die hat Gott auch gemacht für uns. Und so einfach gerade mit kleinen Kindern einfach das ganz natürlich den Alltag mit Gott in Verbindung bringen. Das ist das, was man als Eltern ja problemlos machen kann. Wenn es darum geht, mit Kindern über Gott zu sprechen, macht Daniel keine großen Unterschiede zu dem, wie er mit Erwachsenen über Gott spricht. Denn die Botschaft bleibt für alle die gleiche. Seiner Überzeugung nach hat Gott die Menschen geschaffen, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben, wie es auch schon in 1. Mose 1 steht. Viele gehen ihren eigenen Weg, aber Gottes Angebot bleibt immer bestehen. So rede ich mit Kindern darüber. Da brauche ich vielleicht natürlich ein bisschen andere Bilder als mit Erwachsenen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, mit den Erwachsenen, denen rede ich über Schuld und über Sünde. Und mit den Kindern rede ich nur über Liebe. Ich würde mit den Erwachsenen genauso auch über Liebe reden, weil das ist erstmal Gottes Angebot. Dass sie dann getrennt sind von Gott, nichts anderes ist ja Sünde, das werden sie dann schon nach und nach, wenn sie sich Gott nähern, selber merken. Eine zentrale Rolle bei seinen Bühnenshows spielt seine treue Handpuppe Willibald. Mit seinem frechen Charme gewinnt der Vogel die Kinder innerhalb von Sekunden für sich. Willibalds Rolle ist, den ganzen Spaß hier zu transportieren. Ich bin doch kein Transporter! Nein, aber mit dir macht es viel mehr Spaß, wenn wir zwei zusammen sind. Ja, ich darf alles sagen. Im Gegensatz zu mir. Ich darf nicht alles sagen, ja? Und ich sage auch alles! Genau. Und deswegen macht es einfach viel Spaß. Außerdem, der Willibald, der erzählt auch die Geschichten, die ich gerne den Kindern erzählen möchte. Häufig ist es so, dass der Willibald etwas erlebt mit seinen Freunden. Ja, da gibt's viel. Ganz genau. Und dann kriegt er eine Krise. Zum Beispiel, einmal ist ihm passiert, dass er seinen Freund im Stich gelassen hat. Ja? Da war ich sehr traurig. Ja, und da habe ich ihm dann erzählt, dass auch Jesus und Petrus mal so eine Situation hatten. Ja, genau, ich erinnere mich. Ja, und Petrus hat Jesus im Stich gelassen. Und ich versuche ihm auf diese Weise nahezubringen, dass sein Freund, der dann nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte, dass es schon sehr traurig ist, aber dass Jesus anders ist zu uns. Ja? Dass er ein guter Freund ist und egal was gewesen ist, er nimmt uns wieder an und er nimmt die Freundschaft wieder auf. Ja, genau so ist es gewesen. Ich kann es bestätigen. Ans Aufhören denken Daniel und Willibald noch lange nicht. Kindern zu zeigen, dass Gott sie immer liebt, egal was sie machen, ist und bleibt auch für die kommende Zeit ihre Berufung. Spaßvogel Willibald wird von vielen Kindern heiß geliebt.
Wir verlosen jetzt diese CD mit vielen Geschichten rund um Willibald und seine Sicht über Gott und die Welt. Schreiben Sie uns oder schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Adresse und dem Stichwort Willibald. Oder rufen Sie uns jetzt an unter der Hotline 0185 33 50 15. Kinderkomik, Jungschar, Spieltage, Zeltlager, das Angebot für deutsche Kinder ist riesig. In dem südafrikanischen Land Sambia sieht es da schon anders aus. Sambische Kinder sind es oftmals gar nicht gewöhnt, dass sich die Erwachsenen um sie kümmern. Gebannt hören die Kinder zu. Wie leben eigentlich die Menschen in London? Das Leben in der fernen Metropole ist ganz anders, als es die Kinder in Mushili kennen. Mushili ist eine Stadtrandsiedlung von Ndola, der Provinzhauptstadt des sogenannten Kupfergürtels. Auf engstem Raum leben hier rund 80.000 Menschen, zumeist in einfachen Hütten. Sie müssen mit vielen Problemen klarkommen. Armut, AIDS, Alkoholismus. Umso wichtiger ist es, dass sie eine Stütze im Leben finden. Im Dawn Trust Community Care können Kinder Jesus kennenlernen. Jeden Samstag findet eine Art Jungschar statt. Simone Lahn, eine holländische Missionarin, leitet die Stunde. Ihr liegt es am Herzen, den Kleinen spannende Geschichten aus der Bibel zu erzählen. Das Besondere hier ist, dass die Kinder nicht viel brauchen. In Holland bräuchte ich mehr Arbeitsmaterial, mehr Bilder, mehr Kunsthandwerkliches, verschiedene Themen und all das. Hier sind sie mit wenigem glücklich. Wenn ich nur ein Bild zeige oder wir nur über eine einzige Bibelgeschichte sprechen, sind die Kinder trotzdem glücklich. Manchmal geben wir ihnen Buntstifte und die Kids haben so einen Spaß dabei, ein Bild auszumalen. Mehr brauchen sie nicht. Das macht alles sehr einfach. Simone wird von drei sambischen Frauen unterstützt. Dafür ist sie dankbar, denn Simone spricht nicht fließend Bemba, die Sprache der Sambier. Die Frauen kennen die Kultur, deren Spiele und Lieder. Gemeinsam bereiten sie sich auf das nächste Treffen vor. Grace ist 21 Jahre alt. Früher hat sie selbst im Dawn Trust Community Care gelernt. Seit 1,5 Jahren hilft sie Simone im Kids Club. Grace weiß, Kinder lernen am besten spielerisch. Wir müssen uns voll und ganz auf die Kinder einstellen. Kinder begreifen Dinge am besten, wenn sie währenddessen aktiv sind. Deshalb gestalten wir die Stunden kreativ. Während der Stunde machen sie etwas und eben darauf kommt es an. Wenn sie nach Hause gehen, erinnern sie sich an die Aktivität und im nächsten Schritt erinnern sie sich an das, was sie gelernt haben. Das Angebot des Dawn Trust Community Care ist vielseitig. Neben Bibelstunden können die Kinder auf dem Gelände auch einfach nur spielen und toben. Oder an verschiedenen Angeboten wie einem Englischkurs teilnehmen oder in einer Bücherei kostenlos Bücher ausleihen. Für Grace hat die Einrichtung einen noch größeren, ganz entscheidenden Vorteil. Hier können Sie Gott kennenlernen. Die meisten Leute hier in Sambia kennen Gott nämlich nicht. Aber hier können Sie ihn erfahren. Und das bedeutet, Ihre Leben werden komplett umgekrempelt. Sie lernen sogar Jesus Christus kennen. Und wenn Sie ihn erst einmal getroffen haben, dann behalten Sie ihn in Ihren Herzen. Das verbindet Grace und Simone. Beiden liegt es am Herzen, dass die kleinen Kinder mit Jesus in Kontakt kommen. Jedes Jahr um Pfingsten finden in Bad Liebenzell die Pfingstmissionsfeste der Liebenzeller Mission statt. Missionare aus aller Welt kommen und berichten von ihrer Arbeit. Doch dieses Erlebnis gibt es nicht nur für Erwachsene. Seit 80 Jahren gibt es um Himmelfahrt auch das Kimife, das Kindermissionsfest. Bis zu 5000 Besucher strömen zu dieser Veranstaltung nach Bad Liebenzell, um einen Tag voller Musik, Spaß und Geschichten aus aller Welt live mitzuerleben. Die Sonne scheint und immer mehr Kinder strömen zusammen mit ihren Freunden, Geschwistern, Eltern und Großeltern in das riesige Zelt auf dem Missionsberg in Bad Liebenzell. Hallo Kinder, herzlich willkommen zum Kindermissionsfest. Ich bitte, dass ihr alle da seid. Die Geschichte ist immer voll cool, die biblische Geschichte, aber auch das Theaterstück ist immer voll spannend und die Mittagspause ist neu. Da kann man ganz verschiedene Spielstraßen machen und da kann man auch einfach Sachen ausprobieren.
Über das ganze Gelände der Liebenzeller Mission sind Spielstationen und Stände verteilt, bei denen sich die Kinder austoben können und die Chance bekommen, Neues zu lernen. Daniel Sowa und sein Team haben mit rund 200 ehrenamtlichen Mitarbeitern auch dieses Jahr wieder ein Riesenprogramm auf die Beine gestellt. Mit Theater, Musik, Spiel und Spaß und natürlich Geschichten von Missionaren aus aller Welt. Im Kindermissionsfest haben wir ganz viele Missionare, die kommen und an diesem Tag wirklich auch aus ihrem Leben berichten und den Kindern damit hineinnehmen in diesen weltweiten Horizont von Missionsarbeit, damit Kinder entdecken, was weltweit passiert, was Gott weltweit tut, und das ist genial, wie sie das machen. Also sie erzählen von den Armen der Kinder und die gehen da in zum Beispiel in Amerika oder in Japan oder tun die also den Kindern helfen. Und so nehmen die Kinder mehr mit als nur einen Tag voller Abenteuer. Und genau das legt Kindermissionar Daniel besonders am Herzen. Wir wollen mit dem Kindermissionsfest erreichen, dass das Thema dieses Jahr Weltveränderer, dass sie wirklich nach Hause gehen und Weltveränderer werden, dass sie eine Begegnung mit Gott haben, dass sie entdecken, wie genial es ist, mit Gott zu leben, und dass sie das auch zu Hause leben. Kinder liegen ihm am Herzen und er hat einen ausgefallenen Beruf. Daniel Sowa ist Kindermissionar bei der Liebenzeller Mission und heute zu Gast im Studio. Herzlich willkommen. Daniel, wir kennen uns ja jetzt schon einige Zeit und ich habe dich als jemand kennengelernt, für den Beruf Berufung ist, der richtig brennt für seinen Beruf, der seinen Beruf liebt. Und viele Kinder sagen das auch. Du bist echt ein verrückter, ausgefallener Typ, der es liebt, von Jesus Christus weiterzusagen. Das kam gerade im Beitrag über das Kindermissionsfest auch rüber. Warum ist dir denn das so wichtig? Weil ich es einfach liebe, Kindern von Gott zu sagen, weil ich begeistert bin. Es ist mein Traumberuf, Kindern von Gott zu erzählen. Ich liebe es, ihnen auf kreative Weise, auf spannende Weise Gott nahezubringen, weil ich einfach glaube, dass es die beste Botschaft der Welt ist. Und sie sollen es einfach hören. Und nicht nur, dass es so eine Hau-mich-tot-Botschaft ist, sondern dass es was Fröhliches ist. Evangelium heißt Freudenbotschaft. Und ich finde, das sollte man auch an denen sehen, die das weiter sagen und die das den Kindern auch sagen, dass es was Fröhliches ist, was Tolles. Beste Botschaft der Welt. Wie ist es denn heute überhaupt möglich, im Zeitalter von Facebook Kinder für ein, wie manche Leute sagen, altes, graues, verstaubtes Buch wie die Bibel zu begeistern? Also ich glaube, dass es einfach auch die Ausstrahlung ist, die jemand mitbringt, der diese Botschaft hat. Ich habe normalerweise so einen Smiley-Anzug an, da sind so ganz viele Smileys drauf, und das ist einfach für die Kinder schon etwas, wow, was ist hier los, was kommt da? Und einfach auch, dass diese Botschaft etwas ist, was sie fasziniert, wo sie sagen, wow, so habe ich Gott noch nie gehört, noch nie gesehen. Das so wahrzunehmen, das ist was Kinder auch fasziniert. Und sie lieben immer noch Geschichten, auch im Zeitalter von Multimedia und Facebook. Es ist nicht so, dass sie Geschichten immer mögen, sondern sie finden Geschichten immer noch toll. Und man kann sie noch faszinieren. Dafür bin ich unterwegs und dafür lebe ich. Du hast gerade erklärt, was passiert, wenn Kinder Gott entdecken. Sag mal ganz persönlich, was löst es bei dir aus? Da könnte ich natürlich ausflippen, was es auslöst bei mir, wenn ich erlebe, wie Kinder Ja sagen zu Gott und sagen, ich möchte jetzt mit Gott leben. Ich fange jetzt an, mit diesem Jesus Christus eine Freundschaft anzufangen. Das löst bei mir Glücksgefühle aus. Das löst bei mir etwas aus, wo ich sage, dafür lebe ich. Das begeistert mich. Dafür bleibe ich auch nachts mal auf. Dafür setze ich mein Leben und meine Zeit ein. Weil ich merke, das verändert etwas im Leben der Kinder. Was ihnen hilft, auch ein anderes Leben zu leben, ein gutes Leben zu leben, was ihnen hilft, auch in dieser Welt festzustehen und nicht zu stranden und kaputt zu gehen. Thema moderne Medien, Online-Bereich. Ihr plant gerade bei der Kinderzentrale eine neue Internetseite für Kinder. Was hat es damit auf sich? Genau, wir wollen, dass Kinder auch in diesem Bereich Internet Gott kennenlernen können. Und da haben wir die Internetseite www.maxiswelt.de. Und dort können Kinder den Missionsberg interaktiv entdecken. Sie können Mission entdecken, sie können Jesus erleben, sie können durch Spiele, durch Bilder auf vielfältige Weise in diesem Medium Gott begegnen. Und das wollen wir deshalb machen, weil wir sagen, okay, es gibt auch Kinder, die wir nie erreichen über Kinderbibelwochen, über das Kindermissionsfest, aber
die übers Internet dort einen Zugang kriegen, um Gott kennenzulernen. Und das ist unser großes Anliegen, dass wir natürlich noch viel mehr Kinder erreichen, auch über dieses Medium. Wie würdest du sagen, können Kinder genauso real glauben wie Erwachsene? Auf jeden Fall. Also meine Schwester zum Beispiel hat als Vierjährige gesagt, ich möchte mit Jesus leben, in einem ganz kindlichen Gebet. Ich habe es jetzt erlebt, erst vor kurzem, dass Kinder wirklich sagen, ich möchte Gott nachfolgen. Und die sagen das so ernst, in einer Ernsthaftigkeit, wo ich manchmal bei Erwachsenen diese Ernsthaftigkeit habe, diesen Wunsch, ich möchte mit diesem Gott leben. Und das hat nichts mit einem gewissen Alter zu tun, denn ich glaube, wenn Gott in ein Leben hineinwirkt, dann ist es unabhängig vom Alter. Dann kann das ein Vierjähriger, ein Zehnjähriger genauso verstehen. Vielleicht kann er es nicht so formulieren mit seinen eigenen Worten, aber ich glaube, er kann es vom Herzen und von seiner Leidenschaft vielleicht manchmal sogar noch besser leben wie ein Erwachsener. Jesus sagt, werdet wie die Kinder, dass ihr ins Reich Gottes kommt. Und daran sehe ich das auch immer wieder, dass das was ist, was so in ein Leben hineinkommt, wo sich Erwachsene manchmal vielleicht viel schwerer tun, weil sie so rational sind und so. Ja. Würdest du sagen, das ist auch ein Grund dafür, warum deiner Meinung nach es wichtig ist, Kindern schon möglichst früh von Jesus Christus weiterzusagen? Auf jeden Fall, weil ich glaube, dass umso früher Kinder lernen, auch so dieses Gespür entwickeln, wie geht es mit diesem Gott? Wie lebe ich auch Glauben? Wie mache ich das? Wie bete ich? Wie lese ich die Bibel? Wie bete ich auch für andere? Wie kann ich an diesen Gott auch glauben? Kann man nicht früh genug anfangen? Ich habe ja selber Kinder und da zu merken, wie sie kindlich anfangen, mit diesem Jesus zu leben, mit ihren ganz einfachen Worten, das kann nicht früh genug anfangen. Doch, das glaube ich sehr. Zum Schluss würde mich interessieren, gibt es etwas aus deiner Arbeit als Kindermissionar, eine lustige Story, die du für uns parat hast? Ja, eine Sache ist mir mal passiert. Ich habe von Jeremia erzählt und habe erzählt, ja, das Volk Israel hat nicht auf Gott gehört und dann haben sie Mist gebaut und dann hatten sie den Salat. Und alle Kinder haben gelacht, weil sie natürlich gedacht haben, was hat das jetzt mit Salat zu tun? Und ich habe eigentlich gemeint, sie mussten jetzt in die Gefangenschaft geführt werden. Und in dem Moment dachte ich, oh, ich habe wieder etwas gesagt, was Kinder wörtlich verstehen, wo ich den Mitarbeitern immer sage, passt auf mit so abstrakten Begriffen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich meine eigentlich, dass sie in die Gefangenschaft geführt werden. Aber es war so eine witzige Sache, wo ich es wieder selber gemerkt habe. Es ist so wichtig, auf die Worte zu achten, die man sagt, weil Kinder es doch sehr wörtlich verstehen. Gott liebt Kinder, du gibst das weiter. Herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin Gottes Segen. In einer Gesellschaft, in der Kinder stark von visuellen Medien geprägt werden, haben die Filmschaffenden nicht nur viele Möglichkeiten, sondern auch eine große Verantwortung. Simon Heid, der schon einige Missionsfilme gedreht hat, arbeitet gerade an einem Film für Kinder. Die Kids sollen mitgenommen werden auf eine abenteuerliche Reise durch die abgelegenen Wälder Papua-Neuguineas. Mit dem Flugzeug über ein Meer voller Bäume, mit dem Kanu den Sepik-Fluss hinauf und zu Fuß über verschlungene Pfade. So sah die Reise des Filmteams aus, das Missionar Gerhard Stamm an Orte begleitete, zu denen keine Straßen führen, wo es weder Strom noch Telefon gibt und an denen doch Menschen leben. Kein Wunder, dass auf so einer Reise jede Menge Abenteuer lauern. Als wir da auf dem Sepik-Fluss unterwegs waren, sind wir mit unserem Kanu auf eine Sandbank aufgelaufen, es ging nicht mehr weiter. Und dann kamen plötzlich von der anderen Seite kamen Menschen aus einem Dorf dort, haben uns geholfen, das Kanu wieder ins Wasser zu bringen. Und wir durften lauter solche Abenteuer erleben. Und es ist schon faszinierend, dass Gerhard Stamm und Brigitte, die Missionare dort, solche Touren immer wieder auf sich nehmen, um zu den Menschen dort zu kommen, um sie zu erreichen, um ihnen Hilfe zu bringen, medizinische Hilfe, um ihnen von Jesus zu erzählen. Und mit unserem Kinderfilm wollen wir einfach auch die Kinder mit auf so eine Reise nehmen und ihnen mal so einen richtigen Abenteurer Gottes vorstellen. Dafür wird die spannende Reise von Maxi begleitet. Der Comic-Fuchs, den viele Kinder vom Kindermissionsfest der Liebenzeller Mission kennen, soll den Kindern erklären und gemeinsam mit ihnen die faszinierende Arbeit des Missionars und die spannenden Geschichten der Bewohner dort kennenlernen. Hallo Kinder, ich bin Maxi. Ich nehme euch heute auf eine sehr weite Reise mit. Also mir ist es wichtig,
mit diesem Film Werte zu vermitteln. Heutzutage läuft so viel Unsinn im Fernsehen, gerade auch für Kinder. Meine Frau ist Erzieherin, da kriegt man so einiges mit. Und deshalb möchte ich mit diesem Film, dass die Kinder nicht nur unterhalten werden, sondern dass ihnen auch die Augen geöffnet werden für die Welt, dass sie angesteckt werden, dass sie begeistert werden, anderen zu helfen und vielleicht selbst Abenteurer Gottes zu werden. Während wir gespannt sein dürfen, was unser Filmteam auf der Reise durch den Busch noch so erlebt hat, wollen wir einen Blick in die Hauptstadt von Papua-Neuguinea werfen, Port Moresby. Immer mehr Menschen aus den ländlichen Gegenden zieht es in die Hauptstadt. Die Slums wachsen, eine echte Kindheit gibt es hier kaum. Denn die Kinder wachsen inmitten von Armut, Gewalt und Drogen auf. Die Liebenzeller Missionare Dave und Annette Jasetz arbeiten in den sozialen Brennpunkten. Sie wollen den Kindern eine neue Hoffnung geben. Hier bin ich aufgewachsen. Das war 1982. Damals gab es noch kaum Häuser, doch in den letzten Jahren kamen immer mehr Menschen. Die meisten Jugendlichen hier nehmen Drogen, trinken Alkohol und treiben Prostitution. Nur wenige arbeiten. Die meisten sitzen auf der Straße. Viele Kinder können nicht zur Schule, weil ihre Eltern das Geld beim Glücksspiel verlieren oder für Drogen und Bier ausgeben. Es gibt hier große Probleme. Axo weiß, wovon er spricht. Er lebt nach wie vor mitten in den Slums. Wenn man die sozialen Brennpunkte betritt, kommt man in eine andere Welt. Hier herrschen andere Gesetze, hierher kommt auch keine Polizei. Und hier wachsen seine Kinder auf. Die Kinder, die hier leben, haben keine Zukunftsperspektiven. Sie spielen in ausgebrannten Wracks von gestohlenen Autos und wachsen hinein in ein Leben, das von Diebesbanden, Gewalt und Drogen beherrscht wird. Bis zur vierten Klasse bin ich in die Schule gegangen. Dann bin ich ausgestiegen. Jetzt sitze ich rum, bin oft auf der Straße unterwegs und spiele Karten. Hier muss man aufpassen vor den Gangstern. Die Banden brechen überall ein. Sie machen mir Angst. Die Kirchengemeinden vor Ort versuchen, dieser Entwicklung entgegenzusteuern. Sie möchten der nächsten Generation eine Perspektive geben, sie von ihrem negativen Umfeld und dessen Folgen fernhalten. Pastor Hansen ist schon seit einigen Jahren Leiter einer solchen Kirche, die mitten in den Slums von Port Moresby liegt. Wir versuchen, die Kinder hier zu schützen, indem wir sie von der Straße holen und ihnen mit dem Afterschool-Programm eine Alternative bieten. Hier können sie nach der Schule Hausaufgabenhilfe bekommen, lernen und von Gott hören. Das sind die neuen Herausforderungen, denen die Kirche hier gegenübersteht. Hier brauchen wir Unterstützung. Seit 2011 unterstützen die Liebenzeller Missionare Dave und Annette Jasitz aus Deutschland diese Arbeit. Sie helfen mit beim After-School-Programm und schulen die Mitarbeiter vor Ort. Und das mit vollem Einsatz. Ihnen liegen die Kinder am Herzen. Das spürt man deutlich, wenn sie durch die Straßen ziehen und für die Kinder, die sich um sie sammeln, spontan ein Programm organisieren. Axo stellt für solche Aktionen kurzerhand seinen Garten zur Verfügung und hilft tatkräftig mit. Auch Anata hat sich zusammen mit ihrer Freundin der Kindermenge angeschlossen und ist begeistert. Das ist richtig toll hier. Ich freue mich, dabei zu sein. Über das Singen und die Spiele und die Geschichten. Die Situation vieler Kinder ist nicht einfach, problematisch, aber wir sind hier, um ihnen zu helfen, ihnen zu sagen, sie sind nicht vergessen, von Gott nicht. Und auch die Leute, die schon jahrelang hier sind, die Mitarbeiter, die wollen wir stärken, die wollen wir begleiten und schulen, damit es hier gut weitergeht und dass die Leute hier eine gute Zukunft haben.
Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. So steht es in der Bibel. Vielleicht sollten wir uns hin und wieder an den Kindern ein Beispiel nehmen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder wenn Sie bei der Verlosung der CD Geschichten mit Willibald mitmachen wollen, dann rufen Sie uns doch einfach an. Unter der Nummer 0185 33 50 15 sind wir gerne für Sie da. Zusätzlich können Sie unser Medienportal im Internet besuchen. Unter www.liebenzell.tv haben Sie die Möglichkeit, alle unsere Sendungen in voller Qualität und Länge anzuschauen. Viel Spaß dabei! Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Weltweit am Leben dran, das TV-Magazin der Liebenzeller Mission. Diese Sendung ist auch auf www.weltweit-magazin.de zu sehen, sowie auf DVD erhältlich. Musik